Oh, wer wohnt in der Ananas? Ganz tief im Meer. SpongeBob, Schwammkopf, ist saugstark und gelb und porös und zwar sehr. SpongeBob, Schwammkopf, wenn der Sinn nach pazifischem Blödsinn euch steht. SpongeBob, Schwammkopf, dann schwingt euch an Deck und kommt ja nicht zu spät. SpongeBob, Brickkopf, SpongeBob, Brickkopf, SpongeBob, Brickkopf, SpongeBob. Brickkopf. Und das war nicht nur irgendetwas, ouch. Singen und spielen, naja, naja. Sondern das war die Einleitung zu dieser Map. Und zwar ist das eine Map, die gerade sehr gut im Umlauf ist, irgendwie sehr gut ankommt bei den Spielern. Schon wieder mal eine selbst erstellte Map. Und zwar nennt sich diese da SpongeBob. Jawohl. Und zwar haben wir hier die Ananas, dann gibt es den Stein von Patrick. Man kann auch einen Krabbenburger essen. Das Restaurant gibt es hier auch irgendwo. Brickshots! Brickshots! Badabam! Autsch! Au! Da sind schon wieder die Sniper unterwegs. Jedenfalls macht die Map richtig viel Spaß. Also das dürfte jetzt hier das Restaurant sein, wo man am Dach ist. Ich kenne SpongeBob auch nicht so gut. So, das war, glaube ich, der Sniper. Böser Junge. Oh, genau, das ist ja... Ja, genau, Capture the Flag und so hier. Muss ich mir mal anschauen, wo die Flaggenpunkte hier überhaupt versteckt sind. Ja, die Hütte vom Thaddäus gibt es hier natürlich auch noch irgendwo. Au, oh, da fliegt jetzt irgendwo eine Granate hinunter. Ich hoffe... Ja, die hat mich nicht getroffen. Glück gehabt. Da versucht sich jetzt ein Sniper hier zu verschanzen. Na, komm nur raus. Einmal noch dein Kopf hier und ich mach dich zu einem Krabbenburger. Aua, von wo schießt da jemand? Ah, von da drinnen. Nein! Von der Ananas. Von SpongeBobs Hütte. Vielleicht sollte ich mich auch mal um die Flaggen kümmern. Was? Schon zu Ende? Und dann gleich mal ready klicken und schauen, wie lange es denn bis zur nächsten Runde dauert. Oh, jetzt bin ich Roommaster. Das ist ja mal wieder ein Ding. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie bin ich immer Roommaster. In der Zwischenzeit ein bisschen Zeit kann man den Leuten ja lassen. Wenn hier steht zum Beispiel Shop, ja, dann kaufen sie sich halt gerade eine neue Waffe ein. Aber wenn die Leute hier gar nichts machen, muss man sie irgendwann kicken. Ich mache dann oft einen Timer. 5, 4, 3, 2, 1 und goodbye. Und goodbye. Du hast auch noch kurz Zeit. Klickst du, klickst du, klickst du? Nein, du klickst nicht. Dann tschüss mit Ü und ciao mit Au. Denn die echten Bricks wollen spielen. Oh, 3 gegen 2. Schade, das ist jetzt ein bisschen weniger geworden. So, wo sind die anderen Leute? Sollten wieder welche nachkommen? Ah, genau, auf der Karte sehe ich jetzt den Punkt von der Flagge und da hat ihn auch schon jemand von uns geschnappt, dem ich jetzt leider zu spät Rückendeckung gegeben habe. Jetzt ist er wieder umgefallen. Jetzt nehme ich aber die Flagge. So, die habe ich jetzt. Wir sind die Roten. Da lädt er nach, der Bastard. Nur ist die Frage, wo ich jetzt mit der hin muss. Ich glaube aufs Dach. Schau ich mal schnell hinauf. Schnell, schnell, schnell. Muss ich hier hin? Muss ich hier hin? Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Ich hab die Flagge und weiß nicht wohin. Hallo, liebe Flagge. Au, 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 au. Da hätte ich jetzt nicht erwartet, dass das jemand anderer ist. So, was muss ich tun? Das leuchtet mir gerade noch nicht so ganz ein. Man merkt schon, dass ich Capture the Flag noch nicht allzu oft gespielt habe. Ja, mit 8 Lebenspunkten habe ich das nicht mehr überleben können. Aber man lernt ja immer dazu. Und das werde ich jetzt hier in dieser Runde schon noch herausfinden, wie genau das funktioniert.
Das ist jetzt übrigens die B2. Ich habe mir eine neue Waffe geholt. Mit der komme ich ganz gut zurecht momentan. Eine recht schnell und präzise Waffe. Selbst wenn ich jemand aus dem Hinterhalt erwischt, kann man da trotzdem noch was reißen. Oh, mein Herz pumpert. Das Adrenalin steigt. Bom, 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 bom. Wo ist die Flagge? Ah, die hat schon jemand genommen hier von uns. Jetzt liegt sie da. Los, schnapp sie dir. Ich gebe dir Rückendeckung. Jetzt bin ich aber gespannt, wo der damit hinläuft. Denn ich habe keinen Plan. Zwei Lebenspunkte habe ich nur noch. Oh, das sollte ich vielleicht hier nicht so am Präsentierteller stehen oben. Genau deswegen vielleicht. Und die... Ah, ein Verbündeter hat eine Flagge gesetzt. Okay, das heißt doch so, wie ich es mir eigentlich gedacht habe. Man muss sie zu einem Punkt bringen. Ich habe das ja sowieso schon mal gespielt hier, den Modus. Nur, wo ist dieser Punkt? Das ist immer die Frage bei neuen Maps. Ich habe den Punkt, den Spawnpunkt nicht gefunden, beziehungsweise den Abgabepunkt. Na, hallo, was machst du da? Ah, der gehört zu uns. Das heißt, auch wenn man nicht mit den Leuten hier kommuniziert, also chatten wäre unmöglich, sich hier Taktiken auszumachen. Würde nur gehen über Teamspeak oder Skype. Aber hier in so zufällig zusammengewürfelten Runden geht das nicht. Aber sollte man auch ein bisschen schauen. Oh. Hallo, die nächste Runde beginnt gleich. Ich konnte nicht mehr schießen, aber er konnte mich noch abknallen. Ja, worauf ich hinaus wollte, auch wenn das hier nur random Leute sind, sollte man auch ein bisschen schauen, was die gerade machen und was die vielleicht vorhaben. Oh, wow, 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 wow. Und sich mit denen ein bisschen absprechen sozusagen. Ah, da fallen aber ordentlich Schüsse. Ich will auch mitmischen. Da oben. Ich hoffe, das ist kein Sniper. Aber das... Nein, da hat er keine Sniper. Autsch! Der war ein Sniper. Habe ich mir doch schon gedacht. Wieso ist der so ruhig? Immer wenn die Leute eher ruhig sind und nicht schießen und etwas länger warten, kann man stark davon ausgehen, dass es sich hier um fiese Sniper handelt. Das heißt, da muss man dann entweder wieder in Deckung gehen, ein bisschen herumhüpfen oder ja, um sein Leben laufen. Und der eine ist jetzt hier runtergefallen oder mit Absicht runtergesprungen. So, 3 zu 0. Hier bei Capture the Flag gibt es eigentlich kein Ende. Da ist nämlich die Zeit das Ende. Links unter dem Radar noch knapp 4 Minuten geht die Runde und wir führen 3 zu 0. Sieht ganz gut aus für uns momentan. Ah, ich sehe doch hier jemanden. Ich hoffe, das ist kein Sniper, denn der wird mir sonst hier auch gleich Saures geben. Oh, schon wieder die Flagge. Die sind da aber immer schnell. Ich glaube, die anderen machen das hier irgendwie ein bisschen falsch. Die irgendwie holen sich die nie die Flagge, sondern campen da oben und... Und schon wieder die Flagge gesetzt. Das heißt, hier in der Ananas vom SpongeBob ist anscheinend der Punkt zum Flagge abgeben. Jetzt will ich aber auch mal mein Glück versuchen. Diesmal gebe ich euch nicht Rückendeckung, jetzt versuche ich mir hier selber die Flagge zu holen. Na, komm her. Bazinga. Nein, keine Muni mehr. Schilling hat die Flagge aufgehoben und jetzt hofft er, dass die Leute nicht treffen können. Und sie treffen wirklich nicht. Los, Leute, gebt mir Deckung. Ich muss hier irgendwo hin. Ich werde es gleich herausfinden. Autsch. Autsch. Autsch, autsch, autsch. Na gut, das... Das ging wohl nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Autsch. Das hätte ich eigentlich noch mit einem Respawn-Schutz gerechnet. Und ein Verbündeter hat die Flagge gesetzt. Feine Sache. 5 zu 0. Und noch 2 Minuten. Wie viel schaffen wir noch? Ein 7 zu 0 wäre doch mal eine magische Zahl. Let's go. Start. Wie viele Punkte gibt das? Oh, das gibt schon
ordentliche Punkte. Kann sich schon sehen lassen. Ah, lass mich durch. Brauch Deckung. Na, komm her. Da ist doch die Flagge nicht mehr. Wieso ist er da rausgelaufen? Aber wo ist die Flagge? Das ist die Frage. Ah, jetzt ist sie wieder hier. Anscheinend wurde sie zu lange fallen gelassen. Na komm, schnapp sie dir. Komm, ich gebe dir Deckung. Auf geht's, Liebton. Warte, lass mich vor. Falls da oben wieder jemand steht. Komm, lass mich vor. Lass mich vor. Gut, vielleicht sollte ich bedenken, dass er mich ja eigentlich nicht verstehen kann. Genau, genau deswegen, weil hier jemand wartet. Das war doch so klar. Aber da oben ist der Flaggenpunkt. Gut. Hätten wir das auch gesehen. Das heißt, hier nach oben muss das rote Team die Flagge bringen und die blauen müssen es oben auf das Dach bringen, wo ich eigentlich dachte, dass ich das hinbringen muss. Aber ist natürlich logisch, dass es genau andersrum geht. Aua! Ah, das war der Sniper. Ja gut, kann passieren. Was ich aber auch nicht in Ordnung finde, ich meine, sicher, die Sniper hat schon ihre Daseinsberechtigung, aber wie man es hier im Chat zum Beispiel sieht, wird dann hier gleich geschrieben Sniper-Noob und was weiß ich nicht alles. Finde ich ehrlich gesagt nicht in Ordnung. Die Sniper ist eine Waffe wie jede andere und hat einfach in so einem Spiel ihre Daseinsberechtigung. Und eigentlich kommt man gegen Sniper ganz einfach an. Also natürlich, wer gut mit der Sniper spielt und sich irgendwo gut verschanzen kann, wird da sicherlich einiges reißen, aber direkt immer mit Sniper-Noob hier, ich weiß nicht, finde ich nicht in Ordnung. Vielleicht ist es auch wegen Brickforce, weil hier die Köpfe so groß sind und man doch recht einfach einen Headshot zusammenbringt. Aber jeden gleich als Sniper-Noob zu beschimpfen, soll man doch einfach selber die Sniper nehmen, wenn es damit so einfach geht. Aber das ist ja gar nicht so. Au. Oh. Ah, nächste Runde. Und 2 Sekunden, wird sich da eine Runde noch auszahlen? Und Win, 7:0. Wie ich es schon mit meinen magischen Hellseherfähigkeiten angekündigt habe. Und geht sich noch eine Runde aus? Ich bin ja der Master. Der Master of Disaster. Spiel läuft. Die laden alle so lange mit ihren Holzcomputern. Der shoppt noch ein wenig. In der Zwischenzeit kann ich hier entweder an den Raumeinstellungen basteln und zum Beispiel hier eine andere Map auswählen. Weil aber jetzt hier Capture the Flag als Spielmodus eingestellt ist, habe ich hier nur 6 Maps zur Verfügung, weil bei den anderen Maps dieser Modus eben nicht freigeschalten ist. Da muss man ja diese Spawnplätze da extra platzieren für die Flaggen. Und wer das nicht macht für eine Map, naja, dann funktioniert das eben nicht. Und hier bei Details kann ich mir ansehen meinen Rang, meine Kill versus Deaths, meine Assists, meine Spielabbrüche, normalen Punkte und so weiter. Und Tower Defense habe ich noch gar nicht gemacht. Diffusion, Capture the Flag, auch erst recht wenig. Und hier levelt man seine Waffen hoch. Sturmgewehr, Scharfschütze, jeweils auf 4 bei mir. Je höher das Level ist, desto billiger sind die Items dann zum Einkaufen. So, du wirst jetzt gekickt. Na, komm schon. Ich wechsle mal das Team, dass es hier etwas fairer ist. So, und das Spiel läuft. Das ging ja jetzt fix. Diesmal auf der anderen Seite. Jetzt respawne ich im Team bei der Ananas vom SpongeBob. Ready for action? Jawohl, endlich mal ein Team, wo die Leute schnell laden. So, aber da oben gefällt es mir nicht so gut. Wie komme ich da jetzt schnell und sicher hinunter? Ah, da fallen schon die Schüsse. Ich will helfen. Ah, die sind jetzt alle beim Mr. Krabs und holen sich die Krabbenburger. Nein, so knapp. Ich wollte sie mir schnappen. Ah, genau, jetzt müssen wir auf die andere Seite hinauf. Das wird auch lustig, wenn da die ganzen Leute sind. Aua, komm. So,
So, wer hat jetzt die Flagge? Wo ist die Flagge? Der Böse hat die Flagge, jetzt habe ich die Flagge. Der Gute hat die Flagge. Jetzt schnell vorstürmen. Lass mich in Ruhe, lass mich durch, ich bin Arzt. Jawohl! I did it! Amazing! Jetzt bin ich ja bei den Blauen. 0 zu 1. Mal schauen, wie es diesmal ausgehen wird. Aber ich muss sagen, ich glaube, auf dieser Seite ist es ein bisschen einfacher, die Flagge zu platzieren. Das ist dann auch immer so eine Sache, je nachdem, wie die Map gestaltet ist, hat es dann ein Team meistens immer ein bisschen leichter. Das war zu voreilig, möchte ich jetzt mal behaupten. Double kill! So, da liegt die Flagge. Ganz einsam und verlassen. Wer wird sie sich schnappen? Wer wird sie sich fassen? Haha, denkste. Au, von wo schießt da jemand? Ich höre Schüsse, ich höre Schüsse. Vom Dach natürlich, das ist eine gefährliche Stelle hier. Ja, jetzt bin ich im Haus von Patrick respawned. Ein Verbündeter hat die Flagge gesetzt. Sehr fein, muss man ja nicht mal hier was mitmachen. Und die nächste Runde beginnt gleich. 6 Minuten. Mit wie vielen Minuten hat es angefangen? Jede Minute ein Punkt. Soll sich ausgehen. Vielleicht neuer Rekord jetzt. 8 zu 0. Das wäre genial. Brick Shot. Granate. Au, oh, wow. Die war nicht, der war nicht schlecht. Ein paar Millimeter weiter nach links und die hätte mich... Die hätte mich versenkt. Nein, falsche Seite. Der hat das anscheinend auch nicht verstanden, so wie ich am Anfang. Hier muss er nicht hin. Das ist die falsche Seite. Oh, das war ein Sniper. Oder? Ich glaube, das war ein Sniper. Der hat mich zum Glück nicht ganz so gut getroffen. Wenn man einen Sniper sieht, direkt draufballern, denn dann verzieht das Zielfernrohr ein bisschen. So, ich hoffe, der Typ mit der Flagge checkt jetzt, dass er hier eigentlich falsch ist. Wo ist er jetzt? Wo ist die Flagge? Sieht nicht so aus, als würde er es verstehen. Aua! Na gut, ich hatte nur mal ein paar zerquetschte Lebenspunkte. Ah, da ist der Sniper. Und wo ist jetzt die Flagge? Da oben? Aha, wieso ist hier die Flagge? Ah, jawohl. Du musst aber nicht hier hin. Du musst auf die andere Seite. Das schwarze Gebäude. Komm schon, verstehst du's? Jawohl, ich glaube, er hat verstanden. Auf geht's! Black Building? Oh, das ist ja nicht mal schwarz. Ja, schwarz oder braun. Macht keinen Unterschied, oder? Solange er mich versteht, ist es doch in Ordnung. Ah, jetzt hat er die Flagge verloren. Ich eile dir zu Hilfe. Wo auch immer du sein magst. Wo ist die Flagge? Ich sehe sie auf der Karte gar nicht. Autsch. Kabam. Oh. Hat ihm wohl nicht sehr viel zugefügt. Was wollte der hier gerade mit dem Werkzeug irgendwas reparieren? Auf jeden Fall nicht mich besiegen, nehme ich mal an. Also ich glaube, das geht hier gerade ein bisschen am Thema vorbei. Das ist nicht Capture the Flag, sondern eher Deathmatch oder normaler Teamkampf. Aber hier um die Flagge kümmern sich da eher weniger Leute. Na, wer hat jetzt die Flagge? Was ist da los? Vor allem, wo sind die ganzen Leute? Ah, das war ein Sniper. Mal gefährlich hier raufschauen. Okay.
Double Kill. So, na endlich. Die Flagge wurde gesetzt. Wow, 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 wow. Ich fall noch runter. Die neue Runde beginnt gleich. Nein. Zu knapp. Ich dachte eigentlich, kann mich nicht mehr bewegen. Deswegen habe ich hier so wild herumgefuchtelt. So, jetzt hole ich mir mal schnell die Flagge. Schauen, ob ich es diesmal schaffe. Aha, der Sniper versucht sich da oben zu verschanzen. Forget it, baby. Zum Glück sind die hier alle gerade unten und auf der anderen Seite. Das heißt, ich kann hier geschmeidig rauflaufen. Und jetzt kann ich ganze Aktion. Bada, 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 bam. Yahoo! Das ging ja locker flockig. Da bringt euch das Campen hier oben auch nichts. 2 Minuten noch, 4:0. Capture the Flag ist gar nicht so unlustig, wie ich eigentlich dachte. Ist nur wichtig, dass auch jeder den Spielmodus versteht. Beziehungsweise die Spawnpunkte hier auf der Map von den ganzen Sachen. So, der ist wieder weg. Wo ist er? So, Favorite 13. Der macht's richtig. Der geht den richtigen Weg. Ah, hier gibt's auch eine Leiter. Das wusste ich nicht. Die Leiter habe ich noch gar nicht gesehen. Da kann man auch nach oben. Das ist ja dann noch easier, cheesier. 1 Minute 30. 2 Punkte. Ob sich die noch ausgehen, das wage ich zu bezweifeln. Der ist doch vorher auch hier. Respawn. Nein, nein, nein. Oh no. Aber zum Glück, anders als bei Explosion, spawnt man bei Capture the Flag wieder. Das heißt, einmal gestorben, heißt nicht, dass man die restliche Runde nur zusehen muss. Schaffe ich den Sprung da nach drüben? Nein! Fail! Das war sehr schlecht. Jetzt habe ich schon 2 Tote durch Selbstzerstörung sozusagen. Nein, der Sniper. Ja, mit so einer Waffe, wie ich sie habe, sollte man sich hier nicht oben aufs Präsentierteller legen. Schon wieder der Sniper. Aber eigentlich haben wir den Sieg schon so gut wie in der Tasche. Da kann jetzt nichts mehr passieren. Breakshot aus der Distanz mit der Waffe. Na, jetzt komm, trau dich nochmal raus. Agent J. Da-da-dam, da-dam, 6:0. Noch 3, 2, 1 Sekunde und die nächste Runde beginnt gleich. Für 1 Sekunde, das lohnt sich ja richtig. 3, 2, 1 und vorbei. The Blue Team is victorious. Sauber. Gut, bewerten, 10 Punkte, geile Map und weiter geht's.